So, ihr Lieben, ich möchte euch heute eine Meditation für euer eigenes inneres Kind anbieten, wenn ihr in einem Seelenpartnerprozess seid. Denn in einem Seelenpartnerprozess, seien es jetzt Dualseelen, Zwillingsflammen oder wie immer ihr es nennt, gibt es ganz besondere Herausforderungen, das wissen wir alle. Ich bin ja in Kontakt mit euch, ich gebe viele Gruppen, ich sehe die Kartenlegungen, ich bin in Kontakt mit einigen Kartenlegern und ich bin einfach auch selber in diesem Prozess. Das heißt, ich weiß ganz genau, was das mit einem macht, wie einem das wirklich den gesamten Alltag bestimmt, ob man will oder nicht, ja, und wie du wirklich immer wieder versuchst, bei dir zu bleiben und bei dir zu bleiben und gleichzeitig bist du einfach ständig in Kontakt. So. Ich will gerade mal schauen, was sein will. Ich habe sehr, sehr viele Bücher zum inneren Kind geschrieben, unglaublich viele CDs gemacht. Du findest auf meinem Kanal hier bei YouTube auch einige Videos. Ich möchte jetzt keine normale innere Kindarbeit anbieten, wie ich sie sowieso ständig mache. Da gibt es nämlich schon genug im Netz. Ich möchte wirklich ausdrücklich eine Meditation für dich machen, mit dir zusammen, für dein inneres Kind im Zwillings- und Dualseelenprozess. So. Und ich weiß selber noch nicht genau, was ich da jetzt sagen werde. Das werden uns unsere Spirits sagen für das Kollektiv, das sich jetzt hier mit mir verbindet, ja, für diese Seelenfamilie, die sich jetzt hier gerade bildet, ja, für die Reisegruppe, sagen einige, das gefällt mir ganz gut, für die Reisegruppe, die, ja, die sich jetzt hier gerade durch mich angesprochen fühlt. Erstmal danke für dein Vertrauen, vor allem wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Schließ deine Augen. Es gibt nichts mehr für dich zu tun jetzt. Du brauchst niemandem zu gefallen. Es niemandem recht zu machen. Du brauchst für niemanden zu sorgen, du bist jetzt mal wirklich nur für dich. Du brauchst im Moment auch nicht für deinen geliebten Seelengefährten zu sorgen. Du bist jetzt wirklich für einen Moment nur für dich. Und vor deinem inneren Auge entsteht jetzt ein Tor. Dieses Tor durchschreitest du ganz mühelos. Du befindest dich jetzt in einer zauberhaften Landschaft, in der du dich sicher, wohl und geborgen fühlst. Du gehst ein bisschen spazieren in dieser Landschaft und wir rufen jetzt die geistigen Führer und Lehrer, die euren Seelenpartnerprozess unterstützen, begleiten, die von Anbeginn der Zeit auf euch beide aufpassen. Es ist gewollt, dass ihr auf der Erde hier euren Weg in Liebe zusammen weitergeht. Wann auch immer das sein wird, es wird zu 100% zum richtigen Zeitpunkt sein. Zu 100% wird es zum richtigen Zeitpunkt sein. Und dieser Zeitpunkt ist auch abgesprochen, der ist schon festgelegt. Den kannst du nicht beschleunigen. Gute Nachricht ist, du kannst ihn aber auch nicht verlangsamen. Alles, was dir auf diesem Weg begegnet, gehört zum Prozess. Und weil du das weißt, rufst du jetzt die geistigen Führer, Lehrer, die Engel, die lichtvollen Wesen, die von Anbeginn der Zeit an euren Seelenpartnerprozess begleiten, choreografieren, unterstützen. Und wir rufen sie jetzt. Für Heilung. Jetzt für
deine Heilung. In einiger Entfernung bemerkst du auf einmal ein Kind. Es ist jenes innere Kind, das die Lasten trägt, die jetzt durch deinen Seelenpartnerprozess sichtbar werden. Das können Lasten aus deiner Kindheit sein. Das können karmische Lasten sein. Es können Lasten sein, die zwischen dir und deinem Seelenpartner entstanden sind. Es können auch Lasten sein, die du für andere trägst. Welche Lasten auch immer es sind, es zeigt sich jetzt das innere Kind oder die inneren Kinder, die durch den Prozess, so wie er gerade heute ist, wann immer heute für dich ist, berührt werden. Das, was gerade durch deinen Prozess berührt wird, das innere Kind, das Heilung braucht, zeigt sich jetzt. Und ob du mit deinem inneren Kind schon jemals etwas zu tun hattest oder nicht, spielt gar keine Rolle. Jetzt, hier und heute gehst du bitte hin zu diesem Kind und sagst ihm: Ich sehe dich. Ich höre dich. Ich nehme dich wahr. Ich glaube dir. Bitte jetzt das innere Kind dir zu zeigen, welche Lasten es trägt. Es kann ein schwerer Stein sein. Es kann sein, dass es mit dunklen Bändern verstrickt ist. Vielleicht hängt es wie eine Marionette irgendwo fest. Ein schwerer Rucksack. Eine Maske vor dem Gesicht. Vielleicht ist es ganz dürr und ausgemergelt. Grau, ein Schatten seiner selbst, wie immer dieses innere Kind daherkommt. Es trägt die Verletzungen, die Lasten, die jetzt, heute, durch deinen Seelenpartnerprozess berührt werden, angeschaut werden wollen, geheilt werden wollen. Wie auch immer sich dieses innere Kind jetzt gerade zeigt, schau es bitte an. Nimm ihm die Lasten ab. Befreie es von den dunklen Schnüren. Wenn es ausgemergelt ist, nähre es. Vielleicht, wenn du eine Frau bist, willst du es sogar an deine Brust legen. Du kannst dein inneres Kind selbst nähren. Vielleicht kommt ein Krafttier und säugt dieses innere Kind, weil es eine spezielle Kraft braucht. Vielleicht nimmst du sogar Mutter Erde wahr. Die sich jetzt dieses inneren Kindes annimmt. Nimm dir die Zeit, alles zu tun, was jetzt zu tun ist, damit dieses innere Kind geheilt wird, gereinigt wird.
Es gibt in einiger Entfernung einen wunderschönen Wasserfall. Den hörst du jetzt. Du weißt auf einmal, dieser Wasserfall wird das innere Kind von allem befreien, was es trägt. Nimm es auf den Arm oder an die Hand. Und du folgst dem Rauschen des Wassers und bleibst überwältigt stehen. Du kommst an einen Ort, der so glitzert und funkelt, wie du es noch nie erlebt hast, denn dieser besondere Wasserfall ist ein Salzwasserfall. Überall findest du Salzkristalle, die sich zu den schönsten Formen gruppiert haben. Ist ein Märchenort. Die Salzkristalle haben einen zauberhaften Ort geschaffen. Dieser Salzwasserfall hat genau die richtige Temperatur und genau die richtige Stärke. Du befreist jetzt bitte das innere Kind von der Kleidung, die es trägt. Wenn du möchtest, dann ziehst du auch deine Kleidung aus. Und jetzt trittst du mit diesem inneren Kind zusammen unter diesen Salzwasserfall hinein in die Märchenlandschaft. Das Salzwasser hat genau die richtige Temperatur, genau den richtigen Salzgehalt. Es reinigt, es heilt und es nährt. Es versorgt dich und dein inneres Kind mit allen Mineralstoffen, die es braucht, die du brauchst. Und es wäscht jede Verunreinigung aus euch heraus. Dieses Salzwasser reinigt euch auch von dunklen Kräften, von Ahnenthemen, von allem, was jetzt gereinigt und geheilt werden darf und muss. Das Salzwasser steht im Dienst an eurer Liebe. Es weiß genau, was jetzt herausgewaschen werden darf und muss. Die geistigen Führer und Lehrer, die euren Prozess behüten und beschützen, wissen genau, was du brauchst, was ihr beide braucht und wann ihr es braucht. So lass dich jetzt von dem Wasserfall reinigen. Sieh, wie dein inneres Kind gereinigt wird. Und es kann sein, dass die Haut abfällt, dass die Haare abfallen, dass es sich häutet, ganz neu geboren wird,
Lass alles sein, wie es sein will. Es ist alles gut. Es kann sogar sein, dass sich dieses Kind auflöst. Vielleicht war es nur noch da, weil es Lasten trägt. Es kann sein, dass es älter oder jünger wird. Erlaube, dass Heilung, Transformation geschieht. Ich sehe richtig, wie die inneren Kinder rosig werden. Ich sehe das, deshalb muss ich lächeln. Ich sehe, wie die inneren Kinder rosig werden und gesund. Die häuten sich zum Teil richtig, das ist gut. Die Augen werden rein und klar. Die Haut wird weich, es wird lebendig. Dieses Salzwasser ist das Wasser des Lebens, das Wasser deines Lebens. Und es wäscht alles ab und aus dir heraus und aus deinem inneren Kind heraus, was hier und heute geheilt werden darf und muss, damit euer Prozess der Liebe weitergehen darf. Irgendwann ist dieser Prozess abgeschlossen und du erkennst, für heute ist alles geschehen, was geschehen will. Dieser Ort steht dir jederzeit zur Verfügung, jederzeit. Ihr kommt unter dem Wasserfall hervor. Verändert, geheilt, gereinigt. Ihr trocknet euch mit Handtüchern ab, die ihr jetzt in dieser Landschaft findet. Und du und dein inneres Kind, ihr findet jetzt auch ganz besondere Gewänder, in denen ihr euch sicher fühlt, geborgen fühlt, gleichzeitig licht und frei. Es kann sein, dass sich dein inneres Kind verwandelt in einen Engel, in eine Elfe, in etwas anderes. Vielleicht sagt es auch, es möchte nach Hause ins Licht. Erlaube, dass jetzt geschieht, was geschehen möchte. Will es ins Licht, dann erlaube ihm das. Es möchte einfach zurück in deine Seelenheimat, in deine geistige Heimat. Vielleicht war es nur noch da, weil es irgendwelche Lasten getragen hat und darf jetzt gehen. Dieses innere Kind, wenn es nicht ins Licht gehen möchte, lebt in dir, in deiner inneren Landschaft. Und jetzt rufen wir für dieses innere Kind noch ein Lichtwesen, einen Engel vielleicht, ein Wesen, dem es vertraut, es kann auch ein Krafttier sein, ein Wesen, das auf dieses innere Kind aufpasst. In deiner inneren Landschaft. Alles, was durch den Prozess mit deinem geliebten Seelengefährten angestoßen wird in dir, kannst du hier in dieser Landschaft
unter dem Salzwasserfall in die Heilung bringen. So nutze diese innere Reise. Wann immer du Sehnsucht hast, wann immer du spürst, etwas verletzt dich. Es ist immer ein inneres Kind, das Heilung braucht, das sich da zeigt. Du weißt jetzt dieses innere Kind an einem sicheren Ort in dir. Du weißt es jetzt befreit und geheilt. Und weil das so ist, kannst du jetzt für diesen Moment zurückkommen durch dein Tor in den Raum, in dem du bist. Nimm wahr, wie du dich fühlst, streck dich, atme. Immer dann, wenn du spürst, dir geht's nicht gut, da kommen alte Gefühle hoch. Nutze diese innere Reise, denn im Moment seid ihr noch in einem Stadium eurer Liebe, in der die alten Verletzungen angetriggert werden, damit sie in die Heilung gehen können. Diese Reise ist für dich. Es gibt auch eine Reise für das innere Kind deines Seelengefährten. Die findest du auch auf meinem Kanal. Die nutzt du bitte sehr achtsam. So, es war mir eine Freude. Ich hoffe, dir gedient zu haben und freue mich drauf, dich bald wiederzusehen. Gute Reise! Mit deinem geliebten Seelengefährten. Ich wünsche euch nur das Beste. Wir sind verabredet, um hier zusammen auf der Erde im Körper zu wirken. Und es gibt einen göttlichen Zeitpunkt. Darauf darfst du vertrauen. Es gibt einen göttlichen Zeitpunkt. Ich danke euch von ganzem Herzen und freue mich auf unser nächstes Treffen hier. Bis dann.